So, hallo vor der aufgehenden Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich habe euch letztens auf Instagram angeboten, mir Fragen über Japan zu stellen. Ich will diese Fragen heute in diesem Video beantworten und ja, ich will es ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger mal machen. Also viel Spaß mit dem Video und let's go! Sehen die Leute dort gerne Ausländer oder eher nicht? Ich denke, dass Touristen in Japan sehr gerne gesehen werden. Klar gibt es solche und solche Leute. Aber ja, ich denke allgemein, vor allem jetzt mit den Olympischen Spielen, die vielleicht kommen werden, sind Japaner oder Japanerinnen ziemlich offen. Muss man dort als Tourist Japanisch können? Wäre natürlich besser, kann ich natürlich jedem empfehlen, aber nee, muss man nicht. Vor allem, wenn man in großen Städten wie Tokio ist, da sind auch viele Sachen auf Englisch ausgeschildert. Manche Japaner können schon so ein bisschen Englisch und irgendwie klappt es am Ende des Tages. Aber klar, ist empfehlenswert. Was unterscheidet eine typische japanische Innenstadt von einer deutschen? Ja, ich denke, dass in europäischen Städten oder auch in Deutschland gibt es ja die Kernstadt mit dem Marktplatz und so oft. Und da sind noch viele alte Gebäude erhalten, beziehungsweise ist ja viel Denkmalschutz und so in Deutschland. In Japan ist es eher nicht so. Da könnte man Städte mehr als Betonwüsten sehen. Da gibt es so einen Kern meistens nicht in den großen Städten. Das ist, denke ich, ein Unterschied. Findest du das japanische Schulsystem besser als in Deutschland? Letztendlich kann ich es nicht 100% beurteilen, weil ich noch nie in Japan richtig auf der Schule war. In Japan finde ich zum Beispiel gut, dass es diese Schulclubs gibt, wo man Sport machen kann, wo es an der Schule schon direkt angebunden ist. In Deutschland finde ich aber besser, dass es keine Schuluniformen gibt bei den meisten Schulen und es ist ein bisschen individueller und nicht ganz so streng, dass alle die gleiche Frisur haben müssen oder alle sich die Haare nicht färben dürfen, wie es ja in Japan oft der Fall ist. Der Unterschied zwischen Nippon und Nihon. Ja, also Nihon ist der typische normale Begriff, wie man Japan übersetzen würde. Und Nippon oder Nippon ist halt eher so eine traditionellere Bezeichnung und die wird dann auch oft so verwendet bei so Anlässen, wenn man die japanische Fußballmannschaft unterstützt oder so, dann sagen die alle immer Gamba de Nippon oder sowas in die Richtung. Und das ist so der Unterschied. Also Nihon ist eher die gängigere Variante, wenn man sie offiziell übersetzen müsste. Ich frage mich, wie man die Schrift liest, zum Beispiel links nach rechts oder oben nach unten. Also japanische Bücher nach rechts quasi aufmachen und von oben nach unten lesen und von rechts nach links sozusagen. Aber Bücher in Japan, die dann im Querformat sind, die man nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts liest, die macht man dann, wie in Deutschland auch, die Bücher nach links auf. Genau, also Mangas zum Beispiel auch eher nach dem Prinzip von dem Buch, also von oben nach unten und von hinten nach vorne sozusagen lesen. That's it. Kann man gut in Japan eine Freundin finden? In Klammern Beziehung. Meiner Meinung nach ist es so, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und in Deutschland gut eine Freundin finden kann, dann wird das in Japan wahrscheinlich auch gut funktionieren. Der Anfang ist immer bei einem selbst, denke ich. Aber um die Frage irgendwie zu beantworten, vielleicht ist es für Leute, die in Deutschland ein bisschen introvertierter oder schüchterner sind, vielleicht ist es da tendenziell einfacher in Japan, weil in Japan das ja allgemein eher in die schüchternere Richtung geht, tendenziell. Aber ja, wie gesagt, das, was ich davor gesagt habe, ist, denke ich, der Grundsatz. Dinge, die sich in letzter Zeit gebessert haben. Eine Sache ist, dass die in den Convenience Stores jetzt bezahlpflichtige Plastiktüten haben. Es war immer so, dass sie kostenlos rausgegeben haben und es ist natürlich so viel Plastik dann nicht wirklich nachhaltig. Aber jetzt ist zumindest der Step gemacht worden, ich denke letztes Jahr im April um den Dreh, dass man zumindest was zahlen muss. Essen Japaner wirklich Hunde und Katzen? In Klammern no racist. Nope. Was ist der größte Unterschied zwischen Japan und Deutschland? Ich denke, Japan ist mehr wirklich so eine Gruppengesellschaft, sich selber manchmal aufopfern für die Gruppe. In Deutschland eher individueller, aber natürlich auch die Gesellschaft, das Ganze spielt in jedem Land, denke ich, eine große Rolle. Studiert da eigentlich jeder oder gibt es da auch die klassische Ausbildung? Also es studieren wirklich ziemlich viele, aber es gibt auch eine Art Ausbildung und in Japan nennt man das Semongaku, das heißt, es sind so Berufsschulen. Entweder geht man meistens auf die Uni oder eben auf so eine Art Berufsschule, die dann ein bisschen kürzer ist als die Uni, denke ich, ein Jahr kürzer oder so. Also das gibt es auch. Ist es sinnvoll, allein eine Woche Urlaub dort zu machen? Allein kann man auf jeden Fall machen. Ich habe ja auch meinen Kumpel Joao, der hat das auch gemacht und der hatte auch eine gute Zeit, denke ich. Aber ich würde auf jeden Fall, eigentlich würde ich sogar mindestens 2 Wochen eher empfehlen. Mindestens, allermindestens 1 Woche. Aber 2 Wochen würde ich eher empfehlen, wenn nicht gar noch mehr. Würde ein deutsches Restaurant in Japan gut ankommen? Oder schwer? Ja, wenn man das
an die japanischen Bedürfnisse ein bisschen ausrichtet auf den Markt, dann denke ich schon. Ich war ja auch in einem, siehe dieses Video. Schaut es euch gerne an. Was denken Japaner über Südkorea, beziehungsweise wie beliebt ist Südkorea bei Japanern? Ja, also letztendlich muss man sagen, dass die Beziehung zwischen Japan und Südkorea geschichtlich und politisch nicht immer so gut war, sag ich mal. Aber bei den jungen Leuten ist es, denke ich, so, auch durch K-Pop-Idole wie BTS oder Blackpink, dass es durchaus beliebter wird. Oder auch Twice zum Beispiel, was mir da jetzt spontan einfällt. Wenn man bei Google Earth guckt, scheint Tokio sehr groß. Ist das so? Also Tokio, die Stadt an sich, nur Tokio, ist schon groß, aber sogar fast schon, wenn man länger da ist, ein bisschen überschaubar, beziehungsweise ist es nicht mega. Aber Tokio hat ja eine ganze Region, Metropolregion, also ganz viele umliegende Städte, die die ganze Stadt als ein Riesenstadt machen, und dann ist es riesig. Ist es wirklich deutlich teurer als Deutschland? Würde ich per se nicht sagen. Es gibt Sachen, die in Japan teurer sind und Sachen, die in Deutschland teurer sind. Kommt natürlich darauf an, wo man genau wohnt in Japan und wo in Deutschland. Schlafen alle Japaner auf dem Boden? Ich würde so sagen, ein bisschen 50-50 eher. Es gibt schon viele, die jetzt auch ein Bett haben, aber es ist trotzdem beliebt, eine Futon, eine eigene japanische Matratze zu haben. Ist auch ziemlich platzsparend und so weiter. Finde ich auch gut. I like it. Darf man als Tourist auch in Clubs gehen und Alkohol kaufen etc.? Nee, also in Japan ist es so, da darf man, das darf man nicht. Wenn man Tourist ist, dann darf man das einfach nicht machen. Was darf man deiner Meinung nach auf keinen Fall verpassen in Japan? Ich denke, einmal den Fuji-san zu sehen, den Fuji zu sehen, ist schon eine super tolle Sache. Tokio auch mal zu erleben und Kyoto auch mal zu sein, das sind so die Basisdinge. Und das Essen sollte man sich gönnen, wenn man in Japan ist. Wie und wo entstehen die meisten Beziehungen? Durch Eltern sprechen Mädchen die Männer an. Also durch Eltern würde ich eher nicht sagen, das ist vielleicht in dem Raum im indischen Subkontinent oder so vielleicht öfters der Fall, aber ich denke, dass es auch in Japan noch oft so ist, dass da eher der männliche Part die Initiative ergreift, beziehungsweise die direkte Initiative dann, wenn es ums Ansprechen geht, von meinen Erfahrungen her. Sind dort viele Ausländer? Eher wenige. Die Ausländerquote beträgt ungefähr so viel. Genau, und die meisten Ausländer kommen dann aus dem Bereich Fernost beziehungsweise Südostasien. Also ich erkenne oft jemanden, sage ich mal, aus Deutschland oder USA zum Beispiel, oft auf 100 Meter Entfernung teilweise gefühlt, weil das dann schon irgendwie heraussticht. Also, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt natürlich immer gerne einen Daumen hoch da lassen, um das Video zu supporten. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Peace!